Entsprechend der Rekordtemperaturen im Juli lockt die Hitze heiße Erlkönige hervor. So nennt man gemeinhin getarnte und geheime Prototypen auf Testfahrt. Die 7 sportlichsten Erlkönignester haben wir bereits entdeckt, abgelichtet und für euch zusammengefasst. Die Infos hier und jetzt bei Die 7. Erlkönig Nummer 1. BMW. BMW unterzieht sein neues Kundensport-Einsteigermodell auf Basis des M2 Competition einem ersten echten Härtetest. Im Rahmen der VLN-Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring feiert der Racing M2 seine Rennpremiere. Für Kunden wird es neben einer Racing auch eine Clubsport-Variante geben. Auf neuen Erlkönig-Fotos gibt der BMW M2 CS nun weitere Details preis. Die sich lösende Tarnung bestätigt, dass das künftige Topmodell der Zweierreihe ein CFK-Dach bekommt. Auch an Motorhaube, Spiegeln und dem Heckdiffusor soll kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff das Kampfgewicht drücken. Vorn arbeitet dann der 3 Liter große Reihensechszylinder. Es wird spekuliert, dass die M GmbH die Leistung des Turboaggregats von 410 auf 445 PS steigert. Wie die Competition-Version soll auch der krawalligste Kompaktsportler aus Bayern ab 2020 sowohl mit Doppelkupplungsgetriebe als auch Handschaltung zu haben sein. Neben dem aggressiven, hinterradgetriebenen Topmodell der Zweierreihe wirkt das neue Grand Coupé fast wie der strebsame Bruder. Denn selbst im M235i wird es keine qualmenden Hinterräder geben. Wie der neue Einser setzt auch das Zweier Grand Coupé auf die Frontantriebsplattform UKL2. Die Silhouette des Viertürers mit abfallender Dachlinie erinnert an den X4. Im Innenraum lassen sich wiederum Ähnlichkeiten zum Dreier ausmachen. Zugunsten der Kopffreiheit im Fond erhält das Zweier Grand Coupé keine Fließheckklappe, sondern einen limousinentypischen Heckdeckel. Keine Überraschungen wird es wohl bei den Motoren geben. 218D, 220D und 225D auf der Dieselseite sowie 218i, 220i, 225i und M235i auf der Benzinerseite sollen kommen. Wie den Active Tourer soll es auch das Grand Coupé als Plug-in-Hybrid geben. Nach dem Dreier wird BMW wohl noch in diesem Jahr auch den sportlicheren Coupé-Bruder, den Vierer, vorstellen. Dieser präsentiert sich unfreiwillig auf einem Transporter. Flache Scheinwerfer, die bis weit in den Kotflügel ragen, dominieren zusammen mit der prominenten Niere die Front. Eigene Sicken und ausgestellte hintere Kotflügel prägen die Seitenansicht und unterstreichen den dynamischeren Ansatz. Auch am Heck fällt die Beleuchtung flacher aus. Die sportliche Mittelklasse-Speerspitze bilden dann ab 2020 M3 und M4. Beide dürfen übrigens ihr drittes Pedal behalten. M-Chef Markus Flasch bestätigt in einem Interview, dass beide Modelle auch mit einem manuellen Schaltgetriebe kommen werden. Erlkönig Nummer 2 – Jaguar. Wenn der Bart lang und grau wird, ist es Zeit, ihn abzuschneiden. Na gut, so alt ist der Jaguar F-Type nun auch wieder nicht, aber ein Facelift steht dem britischen Sportwagen dennoch ins Haus. Auf der Nordschleife drehen Coupé und Cabrio bereits fleißig ihre Runden. Die neue Front orientiert sich mit schmaleren Scheinwerfern, neuen Schürzen und einem leicht angepassten Kühlergrill, dabei an dem gelifteten XE. Geänderte Seitenschweller, eine neue Heckschürze und optimierte Heckleuchten runden das Design ab. Signifikante Änderungen gibt es unter der Haube. Der 3 Liter V6 Kompressor fliegt aus dem Programm. Dafür wird ein genauso voluminöser Reihensechszylinder mit elektrischem Kompressor und Mildhybridsystem verbaut. Die Leistungsspanne 360 bis 400 PS und 500 Newtonmeter in der stärksten Ausbaustufe. Neues auch beim Topmotor. Der 5 Liter Kompressor V8 ist Geschichte. Zugeliefert wurde dieser bisher vom Ford Motorenwerk im Bridgend, welches schließt. Alternativ könnte der doppelt aufgeladene 4,4 Liter große Biturbo V8 von BMW zum Einsatz kommen. Im BMW M8 Competition leistet dieser mit 625 PS nochmal 50 PS mehr als der Ford V8 im F-Type SVR. Downsizing kann eben in seltenen Fällen auch Spaß machen. Erlkönig Nummer 3 – Cadillac. Der Titel dieser mehr oder weniger verdeckten Erprobungsoperation könnte auf den Namen Blackwing lauten. Denn hinter dem gleichen Namenszusatz verbergen sich die nochmals nachgeschärften Versionen des Cadillac CT4V und des CT5V. Zur Einordnung, der kleinere CT4V Blackwing zielt beispielsweise auf den BMW M3 ab.
der CT5V Blackwing auf den M5. Die Fahrzeuglängen sind jeweils nahezu identisch. Während der kleinere der beiden einen aufgeladenen Sechszylinder unter der Haube beherbergen sollte, deutet beim größeren CT5 alles auf einen V8 hin. Angaben zur Leistung sind noch nicht bekannt. Der Standard CT4V hat einen Output von 320 PS und sein großer Bruder generiert 355 PS. Beide Blackwing-Derivate werden deutlich darüber liegen, gemessen an der Leistung der ins Visier genommenen Konkurrenz. Daher dürfte Cadillac mindestens gut 400 PS beim CT4V Blackwing bzw. an die 600 PS beim CT5V Blackwing anpeilen. Ob die beiden heißblütigen Cadillac auch in Europa den Asphalt erhitzen, ist noch offen. Da bislang keine Limitierung der Stückzahlen verlautbart wurde, bestehen wenigstens theoretische Chancen. Erlkönig Nummer 4 – Porsche. Keine Sportversion, sondern einen waschechten Sportwagen testet Porsche auf der Nürburgring-Nordschleife. Den 911 GT3 der aktuellen Baureihe 992. Und ja, was ihr hier hört, ist ein weiterhin freisaugender Hochdrehzahlmotor. Der 4 Liter große Sechszylinder-Boxer wird die 500 PS-Marke wohl deutlich überschreiten. Sowohl Handschalter als auch ein Doppelkupplungsgetriebe sollen kommen. Am Heck bleibt es bei den mittig platzierten Doppelendrohren. Außerdem unterstreicht der große, feststehende Flügel die Motorsportambitionen. Das durchgehende Leuchtenband sowie die neuen Heckleuchten zeigen die Zugehörigkeit zur 992-Familie an. Vorne gibt es eine modifizierte Frontschürze mit eckigeren Kühlluftschächten. Während Porsche beim Motor im Heck Traditionen pflegt, folgen die Schwaben bei der Preisgestaltung dem Trend. So dürfte der GT3 nochmal teurer werden und wird sich wohl bei rund 160.000 Euro einpendeln. Erlkönig Nummer 5 – Mercedes. Wir bleiben im Stuttgarter Raum und stoßen das Erlkönig-Nest der Marke mit dem Stern auf. Der neue Mercedes GLB kommt als 45er AMG-Version. Damit schließt er sich seinen Plattformbrüdern A45 und CLA 45 an. Dort mobilisiert der stärkste Vierzylinder der Welt bereits 387 PS bzw. 421 PS als S-Version. 421 PS durch 7 macht 60 PS pro Insasse, denn der GLB ist auch als Siebensitzer verfügbar. Ob er das auch als AMG-Version ist, bleibt abzuwarten. Ebenfalls wie bei A und CLA 45 wird das Drehmoment via 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an alle vier Räder geleitet. Dabei können die Kräfte zwischen Vorder- und Hinterrädern verteilt werden. Außerdem ist es möglich, das rechte und das linke Hinterrad separat anzusteuern. An die Extra-Power angepasst kommen die Bremsanlage und das adaptive Fahrwerk ans Auto. Innen orientiert sich der Top-GLB abermals an seinen AMG-Brüdern, bekommt eine 12-Uhr-Markierung auf dem Lenkrad, exklusive Dekoranlagen und AMG-spezifische Informationen aufs Display gespielt. Außen wird der stärkste GLB am Panamericana-Grill mit vertikalen Lamellen sowie modifizierten Schürzen, Schwellern und Endrohrblenden zu erkennen sein. Da der GLB das neue Stretch-Kompakt-SUV bei Mercedes ist und den Bedarf an Platz ausreichend bedienen soll, darf sein Bruder, der GLA, schöngeistig der Mode der coupéhaften SUV-Dachlinie frönen. Zumindest etwas mehr als zuletzt. Die zweite Generation erscheint Mitte nächsten Jahres. Die sechs Geschwister sind die A-Klasse und die A-Klasse Limousine, der CLA und der CLA Shooting Brake, die B-Klasse und der GLB. Von den Geschwistern, besonders der A-Klasse, übernimmt der neue GLA äußere wie innere Designelemente, die Technik, die Motoren und das Infotainment. Auch vom GLA kommt eine kräftige AMG 45-Version. Deutlich kräftiger und größer als der GLA tritt 2020 die neue Mercedes S-Klasse in die Fuß- bzw. Reifenstapfen der vorangegangenen 10 Generationen. Die Luxuslimousine fährt dabei mit technischen Appetithappen wie einer besonders stark einschlagenden Hinterradlenkung vor. So soll der große Benz wendiger und agiler ums Eck fahren. Völlig alleine kann dies das Auto noch nicht ganz. Wahrscheinlich ist ein System an Bord, das autonomes Fahren nach Level 4 ermöglicht. Das bedeutet, dass das Auto zwar noch nach einem fahrtüchtigen Fahrer verlangt, ansonsten aber alles von alleine kann. Sollte der Fahrer beispielsweise schlafen, hält der Wagen bzw. fährt bis zum nächsten sicheren Haltepunkt. Die S-Klasse überragen wird das eigentliche Mercedes-Topmodell, der Maybach.
Um etwa 30 cm überragt dieser seine Schwester die S-Klasse. Eine spätere Pullman-Version, hier der Vorgänger, wird nochmal einen Meter drauflegen. Im Bug des Maybach dürften wahlweise ein aufgeladener V12 mit etwa 630 PS und ein Biturbo V8 mit gut 500 PS arbeiten. Wem das zu benzinlastig ist, der setzt auf den EQS, eine Luxuslimousine, die rein elektrisch fährt. Anders als beispielsweise die S-Klasse bekommt der EQS eine große Heckklappe. Das lässt der R-König bereits erkennen. Insgesamt verfolgt der Wagen eine sehr coupéhafte Linienführung. Bis zu 500 Kilometer soll die Reichweite gemäß WLTP betragen. Die Kraft wird standesgemäß über der des kleineren SUV-Bruders EQC liegen. 408 PS und 765 Newtonmeter mobilisiert dessen Antriebsstrang. So dürfte die Elektrosänfte ab Stand ordentlich anschieben. Der EQS soll ab 2020 über die Straßen surren. R-König Nummer 6. VW. Das nächste R-König-Rudel entsendete Wolfsburg. Der VW Golf GTI ist einer der Klassiker im Segment der kompakten Straßenkämpfer. Ende nächsten Jahres steigt die 8. Generation in den Ring und erwehrt sich der aufstrebenden Hot-Hatch-Konkurrenz. Dabei erstarkt die Faust der VW-Legende auf 300 PS. Das ist so viel, wie der aktuelle Golf R leistet. Dieser wiederum soll ab der kommenden Generation sogar auf 400 PS kommen. Der GTI ist weiterhin an einen Frontantrieb und wahlweise einen 6-Gang-Handschalter oder einen 7-Gang-Doppelkuppler gekoppelt. Der Golf 8, die Basis des GTI, ist bereits ein gutes halbes Jahr früher, nämlich Mitte nächsten Jahres, verfügbar. Er greift dem GTI bzw. dem Golf 8 vor, der Cupra Leon. Seats sportlich ausgerichtete Tochterfirma schickt den spanischen Golfbruder noch in diesem Jahr in den Markt. Diesen entert der Cupra Leon in zwei Versionen. Nummer 1 leistet 248 PS und ist ein Hybrid. Nummer 2 hört auf den Namen Leon R, beschert 300 PS und verfügt über ein konventionelles Benzinerherz. Nicht Hybrid, nicht Verbrenner, nicht Wasserstoff und auch nicht Solar. Der VW ID.3X wird alleine von handelsüblichem Strom angetrieben. Das Elektro-SUV, das als Studie auf den Namen ID.Cross hört, dürfte das Wolfsburger Portfolio ab 2021 ergänzen. Mit 4,60 Meter sortiert er sich von der Länge her zwischen einem VW Tiguan und einem Tiguan Allspace ein. Optisch entspricht er dabei der beim kompakten ID.3 eingeschlagenen Designlinie. Die maximale Leistung sollte bei gut 300 PS liegen, die Reichweite beim Top-Akku dürfte 550 km gemäß WLTP betragen. R-König Nummer 7 – Lotus. Das wird das erste SUV der Sportwagenmarke Lotus. Die Briten sind zwar seit jeher für ihren konsequenten Leichtbau bekannt, die Konzernmutter Geely verlangt jedoch Stückzahlen. So tut es Lotus beispielsweise Porsche gleich und schlägt ein neues Kapitel in der Firmenhistorie auf. Der technische Unterbau stammt von Volvo und Polestar sowie von der Schwestermarke Link & Co., genauer gesagt vom Link & Co. 01. Die Optik, oder besser gesagt der Tarnanzug des Lotus, stammt noch nahezu komplett von der chinesischen Verwandtschaft. Nur an Länge und Breite wurde zugelegt, die Radkästen vergrößert. Patentzeichnungen verraten jedoch bereits, wo die Reise hingeht. Im Profil zeichnet sich eine Keilform ab. Typische Designelemente wie die Rundleuchten am Heck bezeugen die Lotus-Markenzugehörigkeit und den Traditionsgedanken. Seinen Einstand wird das SUV als Hybrid feiern. Später folgt eine reine Elektroversion. 2022 möchte das neue Modell von sich überzeugen. Die Preise dürften bei rund 80.000 Euro starten. Das war der Überblick über die sportlichen R-Könige im heißen Monat Juli bei D7. Auf welche Serienfahrzeuge freut ihr euch am meisten und warum? Schreibt es einfach unter das Video.